So, guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr wieder bei einem unserer Webinare dabei seid. Dieses Mal geht es um die großen Seen in den USA, eine sehr spannende und doch nicht so ganz bekannte Region, zu der ihr heute sicherlich sehr viel Neues, sehr viel Hilfreiches für eure Arbeit am Counter erfahren werdet. Wir haben den Philipp Grimm von Travel Marketing Homberg mit dabei, der die großen Seen in Deutschland vertritt, der das Webinar heute halten wird. Philipp, damit würde ich das Wort direkt an dich übergeben und viel Spaß beim Webinar der großen Seen. Ja, guten Morgen auch von mir. Entschuldigt, wenn ich zwischendurch ein bisschen huste. Ich habe ein bisschen eine kleine Erkältung. Ja, Christian, danke. Wie gesagt, es geht heute um die großen Seen in den USA. Amerikas dritte Küste steht hier unten. Warum wir das so nennen, erzähle ich euch gleich. Schön, dass ihr heute Morgen alle den Weg gefunden habt hierhin. Und ich fange einfach mal an. Ich glaube, zuerst kommt das Bild, wo ich mich vorstelle. Ja, genau, links auf der Seite, ja, das bin ich. Das ist nicht in Holland, wie ihr jetzt euch vielleicht denkt. Doch, eigentlich schon, das ist schon in Holland, aber der Ort Holland, Holland in Michigan. Das ist eben einer dieser kleinen verrückten Orte, die es da überall in der Region gibt. Das nur so als kleine Anekdote. Ja, mein Name ist Philipp Grimm, ich bin Account Manager für Deutschland, Österreich, Schweiz für die Great Lakes und arbeite eben für die Agentur Travel Marketing Rombeck in Mettmann bei Düsseldorf. Hier E-Mail-Adressen könnt ihr euch gerne aufschreiben, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren und auch Broschüren gerne bestellen. Wir haben ein bisschen was an Broschürenmaterial da, wo ihr gerne für eure Kunden oder auch für euch einfach zur Einsicht, zur Information ein bisschen was bestellen könnt. Wir haben auch eine sehr schöne Webseite, greatlakes.de. Die versuchen wir ja so gut wie möglich auf dem neuesten Stand immer zu halten, mit News zu füttern. Und da werden eben alle Staaten bisschen vorgestellt mit den Highlights und eben kann man hier auch Broschüren bestellen. Aber ich fange jetzt direkt an, gehe quasi direkt in die Materie Da würde ich und sag. einmal kurz einhaken, Philipp. Ich habe eine organisatorische Sache vergessen für die Leute, die zum ersten Mal bei unseren Webinaren dabei sind. Ihr habt die Chat-Funktion, über die ihr Fragen stellen könnt. Also ihr seid alle stumm geschaltet, ihr könnt nicht mit uns direkt reden, weil es sonst viel zu laut werden würde bei über 100 Teilnehmern. Aber ihr habt die Chat-Funktion, also wenn ihr technische Probleme habt oder wenn ihr Fragen zur Präsentation von Philipp habt, gerne über den Chat, die Fragen stellen. Das war's schon. Alles klar, weiter geht's. Das ist jetzt also die Region, um die es heute geht. Diese Great Lakes USA ist eigentlich nur ein Marketingbegriff, also ein Zusammenschluss verschiedener Staaten in den USA, die an den großen Seen liegen und die sich eben als eine touristische Region präsentieren möchten im deutschen Markt und im englischen Markt auch. Aber hier geht es jetzt, wie gesagt, eben nur um Deutschland natürlich. Also die Staaten beginnen, war mal ganz im Westen, sind hier in dem Fall eben Minnesota, Wisconsin, dann der Staat aus zwei Halbinseln, Michigan, Illinois, Chicago ist vielleicht den meisten noch so ein bisschen ein Begriff oder kennen vielleicht einige sogar schon. Ich meine, Illinois hatte auch schon ein Webinar, wer das vielleicht gesehen hat, der kennt sich da natürlich schon sehr gut aus. Indiana und Ohio. Das sind jetzt alles so nicht so die klassischen Staaten, wo man als Erstbesucher sagt, jawohl, USA, da fahre ich auf jeden Fall nach Indiana. Außer man hat vielleicht Familie da, aber sind auf jeden Fall sehr schöne, sehr spannende Staaten, sehr unterschätzt meiner Meinung nach. Und ich stelle einfach mal ein bisschen vor, ja, was man da so alles machen kann und warum es auf jeden Fall ein lohnendes Ziel für, ich sag mal, Wiederholer ist. So, jetzt erstmal nur, um die Größenverhältnisse mal ein bisschen einzuordnen. Wir sagen große Seen. Wer bei uns an großen See denkt, der denkt meistens an den Bodensee. Ich habe jetzt mal ein kleines Bild hier drin im Vergleich, die großen Seen zu Europa. Das ist jetzt, ja, finde ich sehr eindrucksvoll. Hier der Lake Michigan, der Lake Superior. Wenn man das jetzt so leicht nach rechts alles drehen würde, dann hätte man eigentlich genau, ja, Mitteleuropa auf dieser Karte liegen. Und wir sehen hier im Grenzbereich Schweiz, Deutschland, da wäre der Bodensee, also so ein kleines Stückchen. Und wer da schon mal war, der weiß ja schon, dass der Bodensee relativ groß ist. Und wenn man das jetzt im Vergleich zu den anderen Seen sieht, das ist einfach wahnsinnig groß. Also dass man hier von Seen spricht, ist eigentlich eine Untertreibung, das sind eher Binnenmeere. Und genauso sieht es da auch aus, genauso verhält sich es auch alles. Es gibt Wellen, es gibt Strände, es gibt Steilküsten, es gibt Seevögel, also Möwen und so weiter. Es gibt Segelboote, es gibt Frachtverkehr. Also es ist wirklich wie am Meer, wenn man da steht. Das Einzige, was fehlt, ist der Salzgeruch.
Und nur noch mal im Vergleich, also der Lake Michigan ungefähr ist ja so groß wie, ich meine, es war Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Der Lake Superior ist ungefähr genauso groß wie Österreich. Das also nur, um mal die Größen so ein bisschen einzuschätzen, dass wir hier wirklich von sehr, sehr großen Seen sprechen. So, nochmal ein genauerer Blick. Das ist eben, wie gesagt, die Region, um die es jetzt geht. Es gibt ein paar Direktflüge in die Region. Die meisten gehen natürlich nach Chicago. Wird direkt angeflogen, soweit ich weiß, von Frankfurt und München. Also, ja, bis zum Zeitpunkt, wo Air Berlin pleite gegangen ist, gab es auch noch Direktflüge von Düsseldorf und Berlin. Jetzt, wie gesagt, leider nicht mehr. Aber man kommt eben auch sehr gut nach Detroit. Auch von Frankfurt natürlich mit Delta und Lufthansa. Und es gibt auch einen saisonalen Direktflug von München aus. Und nach Minneapolis, überraschenderweise, wird direkt angeflogen in den Sommermonaten von der Condor. Also wer da den kurzen Weg bevorzugt, der kann gerne von Frankfurt nach Minneapolis fliegen. Das sind ungefähr 9,5 Stunden Flug. Ansonsten natürlich wie in den USA üblich, man kommt in jedem größeren und auch kleineren Ort mit relativ kurzen oder auch wenigen Umsteigeverbindungen. Meistens hat man dann, weiß nicht, einen Stopp in Atlanta oder so und fliegt dann weiter auch in kleinere Orte wie zum Beispiel Traverse City. So, und ich gehe jetzt so vor, dass ich die Staaten alle gleich so ein bisschen einzeln vorstellen werde, jeweils die Highlights rausheben, weil die komplette Region wirklich im Detail vorzustellen, das würde ja hier jeglichen Rahmen sprengen. Nochmal der Hinweis: Es gibt speziell zum Michigan, da wir da noch den Staat noch separat vertreten. Ich meine im Juni nochmal ein Webinar, was ich auch halten werde. Da könnt ihr euch dann speziell zu Michigan nochmal genauer informieren. So, sollte ich in die Great Lakes reisen? Wir haben hier eine sehr schön kompakte Region im Vergleich zumindest zu anderen Regionen in den USA oder auch Kanada, wo man eben sehr viel auf relativ kleinem Raum hat. Also wir haben natürlich die großen Städte, wie jetzt hier Chicago mit der berühmten Skyline. Direkt am Lake Michigan wunderschön gelegen. Wir haben aber auch natürlich sehr viel Natur. Also wir haben kleine Inlandseen, Zehntausende, also ich glaube allein Minnesota und Michigan haben jeweils über 10.000 Inlandseen noch zusätzlich zu den großen Seen. Und ja, eben viel, viel, viel ausgedehnter Natur, viel Platz, viele Wälder. Und was ich, wie gesagt, eben schon angesprochen hatte, es ist wie am Meer. Wir haben wunderschöne Strände. Wir können im Sommer baden gehen. Es ist wirklich feiner Sand. Wir haben karibisch blaues Wasser teilweise. Und das zieht sich eben komplett um die Seen herum. Was ich immer sehr schön finde, was ich sehr schwer aber finde, immer rüberzubringen, ist dieses Small Town America. Das ist immer so das Feeling, was die meisten gerne haben möchten, wenn sie in den USA reisen. Was aber sehr schwer rüberzubringen ist. Und davon haben wir eben sehr, sehr, sehr viel in den Staaten hier um die großen Seen herum. Also wirklich wunderschöne kleine Orte mit ja, lustigen kleinen Geschäften auf den Main Streets, wo dann keine Kettenrestaurants oder Kettencafés vertreten sind, die einschlägigen. Das sind alles individuelle Geschichten und davon gibt es eben, wie gesagt, sehr, sehr viel. Sehr viel maritimes Flair, eben bedingt durch die Nähe zu den Seen. Und wie gesagt, diese kleinen idyllischen Main Streets findet man überall in der Region. Und was ich auf jeden Fall immer gerne erwähne, ist der Indian Summer, der ja bei uns sehr beliebt ist, den die in den USA gar nicht so kennen. Das nennt sich bei denen Fall Foliage, also die Verfärbung des Laubs. Und wenn man an den Indian Summer bei uns denkt, dann hat man ja eigentlich immer direkt Neuengland im Kopf. Will ich auch gar nicht absprechen, ist mit Sicherheit sehr, sehr schön da. Aber ich möchte einfach mal aufzeigen, dass es auch Alternativen gibt, weil Neuengland ja dann doch auch häufig relativ teuer wird und viel ausgebucht ist. Und wir haben eben in der Region auch einen sehr, sehr schönen Indian Summer, beziehungsweise eine Laubfärbung, wirklich vom hellen Gelb bis ins dunkle Rot. Und hier ist es eben nicht so überlaufen wie in Neuengland. Und es ist meiner Meinung nach mindestens genauso schön. Also wir haben ja auch kleine Orte. Und man findet ja auch typische Postkartenmotive, diese weißen Stabkirchen vor dem Hintergrund dieser bunten Bäume. Und das ist eben eine sehr, sehr schöne Reisezeit auch, finde ich. Generell zu den Reisezeiten kann man sagen, dass es schon eine saisonale Region ist, also typische Sommerdestination, weil die Winter eben schon hart sein können in der Region mit viel Schnee, was natürlich für Wintersport super ist, aber es ist halt schwierig, den Leuten hier in Deutschland
klarzumachen, warum sie jetzt unbedingt warum sie jetzt unbedingt im Winter in die Great Lakes reisen sollen, weil es da jetzt keine riesigen Berge oder so zum Skifahren gibt. Man kann zwar Skifahren, das ist dann aber eher wie bei uns in den Mittelgebirgen, so von der Art. Und dafür muss man meiner Meinung jetzt nach nicht unbedingt in die Great Lakes fliegen. Aber man kann eben im Winter speziell auch so Geschichten machen wie Hundeschlitten fahren, Snowmobil, da gibt es echt endlose Snowmobilstrecken, die man, die wirklich präpariert sind dafür. Und solche Sachen wie Eisklettern an zugefrorenen Wasserfällen und sowas. Also es gibt schon ein spezielles Winterprodukt, aber wie gesagt, die Hauptsaison geht so von Mai bis Oktober ungefähr, bis Ende Oktober, wenn der Indian Summer so in voller Blüte ist. Halloween kann man immer noch sehr gut mitnehmen. Und dann wird es auch langsam wirklich ungemütlicher, sage ich mal. So, ich gehe mal weiter und fange jetzt erstmal an mit dem Staat Illinois. Illinois darum, weil Chicago meistens der Startpunkt ist, wenn man jetzt eine Great Lakes Rundreise plant, fliegen die meisten nach Chicago und machen dann eben oft klassischerweise hier eine Rundreise einmal um den Lake Michigan herum oder fahren hier am Mississippi hoch bis Minneapolis, machen dann hier diesen größeren Bogen oder auch gerne Richtung Süden, um eher diese kulturelle Route zu machen. Ich sehe gerade, dass eine Frage im Chat steht. Ich hebe mir die Fragen alle fürs Ende auf. Also wenn das okay ist, schreibt die gerne schon rein. Wir sammeln die dann, gehen die dann gleich zusammen durch, nur dass ich dann hier nicht so zwischendurch rausgerissen werde. Illinois. Chicago, wie gesagt, ist nicht die Hauptstadt, ist nur die größte Stadt, ist aber die drittgrößte Stadt der USA. Und viele haben Chicago auf jeden Fall schon mal gehört oder waren auch sogar schon mal da. Aber für die, die noch nicht da waren, denen ist immer gar nicht klar, wie schön das eigentlich hier am See gelegen ist. Also es ist wie um jetzt wieder den Vergleich zu bemühen, wie am Meer eigentlich. Also wir haben ja schöne Strände, Stadtstrände auch. Viel spielt sich am Wasser ab, es gibt eine Promenade direkt am Wasser. Aber Chicago ist auch eben natürlich hauptsächlich dafür bekannt, dass es eine Stadt der Wolkenkratzer ist. Also viel Architekturgeschichte, spektakuläre Gebäude, aber auch kulturell sehr, sehr viel zu sehen. Das ist natürlich eines der Wahrzeichen hier. Die sogenannte Bean heißt eigentlich Cloud Gate. Diese Skulptur steht im Millennium Park. Der Millennium Park ist eines der größeren Sehenswürdigkeiten in Chicago. Wunderbar zum Flanieren im Sommer. Es gibt viele Festivals, Veranstaltungen, Konzerte im Millennium Park. Und hier vor diesem Cloud Gate kann man eben super tolle Fotos machen. Dann, das sollte man auch auf jeden Fall machen, das ist eine sogenannte Architecture Cruise. Die werden häufig vom Navy Pier, den hatte ich eben kurz gezeigt, das ist hier dieser Pier, der so rausragt in den See. Und von dort aus starten eben viele Touren, Architekturtouren machen. Es gibt ja noch den Chicago River, der Fluss, der durch Chicago sich durchschlängelt. Und da fährt man eben mit dem Boot raus oder auch vom See auf den Fluss drauf. Und der Guide, hier vorne dieser junge Mann, erklärt dann einem wirklich die verschiedenen Architekturstile, die Bedeutung weltweit auch. Also man hat gar nicht so vor Augen, was für eine Bedeutung auch Chicago hatte in der Architektur. Wen das jetzt gar nicht so interessiert, es ist auch einfach ein sehr, sehr schöner Ausflug durch die Stadt. Also jetzt gar nicht so auf Architektur aus ist, es ist aber für jeden sehenswert, wirklich auch für Leute, die jetzt nicht unbedingt viel mit Architektur am Hut haben. Ja, wo wir gerade aber Architektur sind, die hohen Gebäude kann man natürlich auch besteigen, sage ich mal. Also man kann hochfahren auf Aussichtsplattformen. Es gibt einerseits natürlich den Willis Tower, der war früher als Sears Tower bekannt, war auch bis Ende der 90er ungefähr das höchste Gebäude der Welt sogar. Mittlerweile sind hier natürlich alle in Asien, aber es ist immer noch eins der höchsten. Ich meine mittlerweile das zweithöchste der USA nach dem in New York, dem neuen. Auf jeden Fall kann man hier auch hochfahren und wenn man hier auf die, ich meine der 104. Stock wäre es, auf die Aussichtsterrasse fährt, hat man hier links zu sehen diese berühmten Glasbalkone. Das nennt sich The Ledge, also der Abgrund sozusagen. Und man tritt hier dann raus auf eine sehr dicke Panzerglasscheibe. Und wenn man da rausgeht, das ist so ein bisschen wie das Gefühl vom Zehner zu springen. Also man tritt raus und hat unter sich wirklich nur 400 Meter nichts. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, angsteinflößend ein bisschen auch, aber auf jeden Fall definitiv sehenswert. Man hat hier natürlich eine großartige Aussicht auf die Stadt. Das andere, oder beziehungsweise die andere Aussichtsplattform, die ich empfehlen kann, ist hier hinten dieses Gebäude. Das John Hancock Center liegt
näher am See hat. Man kann da von dort sehr schön auch ein paar der Strände sehen und sieht auch hier schon so ein bisschen, wie schön das Wasser eigentlich aussieht, was das für eine schöne Farbe hat. Und von hier sieht man das dann noch mal deutlich besser. Auf jeden Fall hier gibt es auch eine kleine Attraktion, die seit ein paar Jahren installiert ist. Das nennt sich Tilt. Also die Aussichtsplattform hier heißt 360 Chicago, 360 Grad Chicago sozusagen. Und diese Aussichtsplattform hier hat eben dieses besondere Tilt. Das heißt, man stellt sich auf diesen Absatz hier. Das Ganze ist noch eingeklappt, also das ist eine Ebene mit der restlichen Wand. Und dann hält man sich hier an diesen Griffen fest. Und das Ganze, dieses ganze Gebilde hier, kippt dann immer weiter nach vorne. Ich glaube, es sind so um die 15 Grad, 15 bis 20 Grad sind das ungefähr, die das nach vorne kippt. Und dann hat man natürlich wirklich einen Adrenalinschub, wenn man von da so nach vorne gekippt wird und dann unter sich wieder, ja, hunderte Meter nichts sieht. Also hier ein kleiner Adrenalinschub natürlich für die Leute, die eine schöne Aussicht haben wollen. Ja, Chicago ist außerdem berühmt bekannt für den Chicago Blues. Also es gibt viele Blueskneipen, sehr viel Musik generell in Chicago. Da kann man abends ganz gut ausgehen und sich ein bisschen Live-Musik gönnen. Auf der kulturellen Seite viele Museen. Das Art Institute of Chicago ist eines der besten Museen der USA, mehrmals schon in Ranglisten aufgetreten. Das Field Museum. Und mein besonderer Tipp, was ich sehr, sehr spektakulär finde, ist das Museum of Science and Industry. Das ist ein bisschen außerhalb vom Downtown, aber wirklich großartig. Da kann man komplett durch ein Space Shuttle durchlaufen, durch ein ganzes U-Boot. Also wirklich sehr, sehr sehenswert, die ganzen Museen. Gehen wir aus Chicago raus. Illinois hat ja noch viel mehr zu bieten, und zwar, was man hier so am meisten kennt wahrscheinlich, wobei aber vielleicht nicht so viele Leute wissen, dass die Route 66 wirklich in Chicago startet, ist wie gesagt die Route 66. Die beginnt eben in Chicago und zieht sich dann erstmal so Richtung Südwest durch Springfield, die Hauptstadt von Illinois, endet dann in St. Louis, das schon in Missouri liegt, und zieht sich dann eben komplett durch die USA Richtung Westen bis zum Santa Monica Pier in Los Angeles. Auf jeden Fall auf diesem kurzen Stück der Route 66, oder in Anführungszeichen kurz, das sind auch immer 500 Kilometer ungefähr von Chicago bis zur Staatsgrenze nach Missouri, findet man sehr, sehr viel von diesem typischen Route 66-Kitsch. Also alte Tankstellen, Diner, Roadside Attractions, also dieses typische Route 66-Flair nimmt man hier sehr, sehr gut mit, wenn man von Chicago Richtung Springfield und dann weiter Richtung St. Louis fährt. Springfield hatte ich ja schon gesagt, das ist die Hauptstadt von Illinois und hauptsächlich bekannt eben dadurch, dass Abraham Lincoln hier den Großteil seiner politischen Zeit verbracht hat, auch hier lange gelebt hat. Dementsprechend gibt es auch hier sein Museum. Es gibt eine Presidential Library and Museum, eigentlich für fast jeden Präsidenten. Und von Lincoln, die ist eben in Springfield, das ist ein sehr interaktives Museum, wie die Amerikaner das halt so gut machen. Und kann hier eben sehr, sehr gut in die Geschichte so ein bisschen eintauchen. Rockford, eine kleine Stadt nordwestlich von Chicago, ist ungefähr eine Stunde außerhalb. Erwähne ich deshalb, weil gerade auf einer Rundreise, wenn man jetzt von Chicago aus um den Lake Michigan zum Beispiel fährt, kann man Rockford sehr, sehr gut als letzten Standort benutzen. Das ist eben eine kleinere Großstadt, so um die, ich glaube, 150.000 Einwohner, sehr gemütlich. Und der Vorteil ist hier eben, man muss von dort aus dann nicht nochmal nach Chicago rein als letzte Nacht, sondern kann eben von Rockford aus eben in einer halben Stunde bis dreiviertel Stunde direkt zum Flughafen O'Hare fahren, spart sich eben dann nochmal den Stress, nochmal nach Downtown Chicago reinzufahren, sondern kann hier eben ganz gemütlich den letzten Tag nochmal gut verbringen. Wenn wir weiter Richtung Süden gehen, haben wir natürlich auch sehr, sehr viel Natur in Illinois, viele Wälder, viel so Höhlen, Klippensysteme in den Wäldern. Das ist jetzt der Starved Rock State Park mit diesen Felsformationen, mit Wasserfällen und so weiter. Und wie gesagt, hier gerade im Indian Summer, wenn sich das Laub alles schön bunt färbt, ist das besonders sehenswert. Gehen wir einen Start nach Osten, und zwar nach Indiana. Fangen an Indianapolis. Das ist hier zum Glück auch die Hauptstadt. Was heißt zum Glück? Auf jeden Fall, die größte Stadt ist ja nicht oft auch die Hauptstadt. In dem Fall ist es so. Indianapolis
weiß man wahrscheinlich auch nicht so viel drüber, ehrlich gesagt. Aber Indianapolis ist eine sehr schöne Stadt, finde ich, sehr interessant. Auch hier, es gibt einen State Park, und die meisten, ja, denken ja immer bei State Parks, dass es immer in der Natur ist. Hier ist einer der, oder wenn nicht sogar der größte State Park, der in der Innenstadt liegt. Das ist der White River State Park, der sich hier eben entlang des Kanals langzieht mit vielen Museen. Eine sehr schöne gestaltete Umgebung mit Parks und so weiter. Kann super spazieren gehen, Fahrrad fahren. Und man sieht ja hier schon, dass der Kanal auch sehr gut genutzt wird für Tretboote zum Beispiel oder eben diese Gondoliere. Und eine kleine Alternative zu den Hop-on-Hop-off-Bustouren, die es ja immer gibt. Man kann hier in Indianapolis eine Hop-on-Hop-off-Gondola-Tour machen. Das heißt, man zahlt einmal und kann dann immer wieder aussteigen, das Museum besuchen, wieder einsteigen, weiterfahren und so weiter. Also eine Alternative einfach zu den typischen Stadtrundfahrten. Wofür Indy aber eigentlich bekannt ist, ist der Indianapolis Motor Speedway, wo das legendäre Indy 500 Rennen jedes Jahr stattfindet. Mittlerweile, glaube ich, schon 104 oder 105 Mal stattgefunden. Also der Speedway, da kann man wirklich Renngeschichte hautnah miterleben, wer sich dafür interessiert. Das ist jetzt hier kein Indy-Rennen. Die Indy-Cars sehen ein bisschen aus wie Formel-1-Autos. Und man kann auch tatsächlich, wenn kein Renntag ist, mit so einem Indy-Car, ist natürlich ein bisschen teurer, aber man kann mit diesem Indycar eben auch mit einem professionellen Fahrer vor sich hier einmal um die Strecke rumfahren. Das durfte ich schon mal machen zum Glück. Es ist einfach Wahnsinn, wie mit was für Kräften man da in dieses Auto gerade in den Kurven reingedrückt wird. Absolut unvergesslich. Es kann aber auch mit einem Bus einfach. Also es gibt einen Bus, der hier über die Strecke fährt, um die einfach mal kennenzulernen. Auf jeden Fall sehr interessant. Nur noch mal ein Beispiel für ein Museum in Indianapolis, das Idle Jork, ist ein Museum für indianische und ja, Westernkunst, indianische Kunst, Westernkunst. Sehr interessant, meiner Meinung nach. Gehen wir auch hier raus aus der Stadt und fahren Richtung Norden an den Lake Michigan. Indiana liegt ja auch schon zum Teil am Lake Michigan und finden dort eins der vielen Dünengebiete an den Great Lakes, und zwar die Indiana Dunes. Eine National Lakeshore. National Lakeshores, könnt ihr euch so vorstellen, die gehören zum National Park System, also sind auch Teil dieses Systems. Man kommt auch mit diesem Nationalparkpass, den es gibt, für ein Jahr, der 80 Dollar kostet, kommt man auch in diese National Lakeshores rein. Sind nur eben eine Ebene, ja, von der Verwaltung einfach unter den Nationalparks. Und diese National Lakeshores gibt es eben nur an den großen Seen, weil es, ja, wie gesagt, der Name schon Lakeshores, Seeküsten sind. Auf jeden Fall hier die Indiana Dunes, super zum Wandern, zum Spazierengehen in den Dunen, in den Dünen und natürlich auch für ausgedehnte Strandtage im Sommer. Notre Dame habe ich jetzt exemplarisch mal rausgepickt, einfach um zu sagen, dass es in der Region Great Lakes sehr, sehr viele von diesen großen, altehrwürdigen Colleges, also diese großen Unis gibt. Notre Dame liegt in Indiana, und wenn man da mal zum Football oder zum Eishockey, zum Baseball etc. geht, was da für eine Stimmung herrscht, das ist einfach unvergleichbar. Das ist unvergleichlich. Das ist jetzt nicht so wie beim Profisport in den USA, der ja manchmal so ein bisschen als stimmungsarm verschrien ist. Hier kocht die Stimmung wirklich über. Da ist es super schwer, Karten zu bekommen. Also wenn man richtig gute Stimmung beim Sport sehen möchte, der sollte mal so ein College-Football-Spiel sich anschauen. Also es ist überhaupt nicht vergleichbar wie bei uns. Unisport gibt es ja hier gar nicht wirklich. Aber dieser College-Sport in den USA, das ist ja fast schon Profisport. Die werden alle im Fernsehen übertragen. Und hier gibt es eben sehr, sehr viele von diesen Colleges. Auch natürlich in Wisconsin, in Michigan, in Minnesota. Die Amish kennt man ja auch oder glaubt zu kennen. Auf jeden Fall hat man in Indiana und auch in Ohio, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, die Möglichkeit, auch mal so ein bisschen das Leben der Amish ja, mitzubekommen, sich das anzuschauen, wie die so leben und so weiter. Die sind auch sehr aufgeschlossen gegenüber den Leuten, den Besuchern, erklären auch gerne ihren Lebensstil und so weiter. Und das kann man besonders im Norden von Indiana sehr gut machen. Gehe ich nach Ohio, das Amish-Thema greife ich dann gleich nochmal auf. Ohio, besonders bekannt für die Städte Cleveland, Columbus und Cincinnati. Und in Cleveland, was ich immer wieder empfehle, die Rock'n'Roll Hall of Fame. Also man hat wahrscheinlich schon mal von gehört. Ist eins der besten Museen, die ich wirklich jemals besucht habe. Also wer so ein bisschen was mit Musik anfangen kann, muss jetzt nicht nur unbedingt Rock sein, der sollte sich dieses Museum auf jeden Fall anschauen, dass es da alles an Exponaten gibt, Originalinstrumente, Original-Songtexte, die geschrieben wurden, noch mit den Kaffeeflecken drauf, zum Beispiel von The Clash, London Calling.
Also da hat man wirklich Musikgeschichte hautnah und kann wirklich einen ganzen Tag da drin verbringen. Das sollte man auf jeden Fall mal machen. Columbus in Zentral-Ohio ist die Studentenstadt. Hier ist die Ohio State University. Dementsprechend relativ jung, viel Street Art, viele Cafés, Museen und so weiter. Cincinnati im Süden hat dann eher schon so ein bisschen Südstaaten-Feeling mit den Schaufelraddampfern auf dem Fluss und hat da eben schon wieder so ein bisschen ja, lockereres Flair, sag ich mal. So, Amish Country hatte ich ja eben schon erwähnt, gibt es eben auch in Ohio. Das ist rund um den Ort Millersburg zum Beispiel, gibt es sehr viel und da werden dann eben immer mehr Kutschen auf den Straßen zu sehen sein, wenn man da durchfährt. Das ist schon wirklich interessant. Da gibt es auch solche Heritage Center, wo man sich informieren kann über die Geschichte. Es gibt ja so Art Museums, nein, nicht Museums, auf jeden Fall Handwerksbetriebe, wo man zuschauen kann, wie die im arbeiten, wie zum Beispiel Käse hergestellt wird und so weiter. Also wer sich dafür interessiert, sollte da auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten und ich finde, dass es gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist, mit viel Technologie und so weiter, nochmal eine schöne Erinnerung, wie die Leute eigentlich auch ohne komplett, also komplett ohne Technik auskommen. Die dürfen ja nicht mal Reißverschlüsse an ihren Klamotten haben, weil es zu viel Technik, zu viel Mechanik ist. Also wirklich ganz, ganz einfache Leute, total nett, total freundlich, machen sehr gutes Essen und wirklich ganz, ganz interessant, da mal in diese Welt so ein bisschen einzutauchen. Ja, für die Adrenalin-Junkies ein kompletter Kontrast zu den Amish natürlich, haben wir hier einen der großartigsten Freizeitparks der USA, nennt sich Cedar Point, liegt wunderschön direkt am Lake Erie, also auf so einer kleinen Landzunge, ganz im Norden, etwa eine Stunde westlich von Cleveland. Kann man super einbauen, wenn man von Cleveland zum Beispiel Richtung Detroit fährt oder umgekehrt. Also da gibt es Achterbahnen, ich glaube mittlerweile 18 Stück. Da kriegt man auf jeden Fall sein Fett weg in der Hinsicht. Also richtig viel Adrenalin, Thrill, alles Mögliche, was man da machen kann. Und auch hier viel, viel Natur. Was viele nicht wissen, einer der unbekannteren Nationalparks, der Cuyahoga Valley Nationalpark, liegt direkt südlich von Cleveland, also auch hier in einem Tal gelegen, sehr schön im Indian Summer, viele Wasserfälle, viele Wanderwege. In der Laubfärbung natürlich besonders schön. Oder weiter im Süden von Ohio, der Hocking Hills State Park. Auch hier wieder so Höhlensysteme mit vielen Wasserfällen. Wirklich wunderschön. Also auch diese ja, typischen Flyover States, wie man sie ja gerne nennt, haben eben auch sehr, sehr schöne Natur zu bieten. Komme ich nach Wisconsin. Wisconsin mit der größten Stadt Milwaukee. Und Milwaukee ist vor allem für seine Skyline bekannt, besonders dieses Museum hier, das ist auch ein Art Museum. Und das Besondere hier dran ist, dass diese Flügel, sage ich, nenne ich sie jetzt mal, die können sich bei sonnigem Wetter eben ausfahren. Normalerweise liegen die hier wirklich nah an dem Gebäude, um jedoch ja, mehr Schatten zu spenden, können die bei warmen oder sonnigem Wetter, können diese ausgeklappt werden. Das ist eben besonders architektonisch ein besonderes Feature. Sonst Milwaukee sehr interessant, viele Warehouse-Style-Gebäude, also so ein bisschen rustikaler, viele Brauereien natürlich. Milwaukee ist bekannt für die ganzen großen Brauereien. Miller zum Beispiel kommt aus Milwaukee, aber auch viele kleine Brauereien natürlich. Das Thema will ich jetzt nicht zu sehr strapazieren, das haben natürlich alle Regionen erzählen von sich, dass sie sehr viele schöne Brauereien haben. Gibt es natürlich hier auch, aber finde ich jetzt nicht so entscheidend, dass man unbedingt eine Stadt besuchen möchte, nur weil es da viele Brauereien gibt. Vielleicht für den einen oder anderen schon, aber für die Mehrheit nicht. Ja, Milwaukee ist aber vor allem berühmt für Harley-Davidson. Harley-Davidson kennt jedes Kind, nur dass es aus Wisconsin, speziell aus Milwaukee kommt, wissen eben viele nicht. Und hier gibt es eben die Fabrik von Harley-Davidson und natürlich auch ein Museum. Es gibt ein Hotel, was in dem Stil eingerichtet ist. Also wer da so ein bisschen Freund von Motorrad oder Motorradfahren, Harley-Davidson im Speziellen ist, der sollte auf jeden Fall Milwaukee mal einen Besuch abstatten. Was ich noch sehr interessant finde, ist, dass die Region auch generell gut für Motorradreisen natürlich geeignet ist. Also es gibt viele Verleiher vor Ort, wo man sich eben natürlich auch Harleys leihen kann. Im Norden von Wisconsin kommen wir schon wieder an den Lake Superior, also den größten der großen Seen. Und da haben wir eben eine sehr schöne kleine Inselgruppe, nennt sich die Apostle Island. Das ist wieder eine dieser National Lakeshores. Wunderbar mit dem Kajak zu erkunden oder auch es gibt normale Bootstouren, die einen rausfahren auf die Inseln. Hier wirklich dieses, schön dieser rötlich-rostfarbene Sandstein. Gerade natürlich bei schönem Wetter mit diesem blauen Himmel, super Kontrast. Das ist einfach von der Natur her wunderschön.
Door County ist so eine kleine Landzunge bei Green Bay. Green Bay kennen ja viele von den Green Bay Packers. Das ist ja eine der bekanntesten Footballmannschaften der USA. Auf jeden Fall Door County, diese Halbinsel, die sich von da aus noch in den Lake Michigan reinzieht, wird auch das Cape Cod des Mittleren Westens genannt. Also viele, ja, viele so große Villen von den reichen Leuten aus Chicago, die damals früher dann da hochgefahren sind, auch heute immer noch ihre Sommerresidenzen da haben. Viele kleine Häfen, Hafenstädte, schöne Natur natürlich, Leuchttürme, super Essen, da ganz berühmt der Fishbowl, der ganz berühmte Spezialität, die oft dann zusammen am Strand gemacht wird. Also wirklich eine ganz, ganz schöne idyllische Region hier, Door County. Und der Mississippi, der ist jetzt nicht nur speziell für Wisconsin, sondern bildet eben auch die Grenze von Illinois und beginnt eben in Minnesota. Auf jeden Fall am Mississippi entlang gibt es die sogenannte Great River Road. Das ist eine der großen Scenic Routes in den USA, also die der sehr sehenswerten Landstraßen. Und da folgt man eben im Lauf des Mississippi durch kleine schöne River Towns, wirklich idyllische kleine Örtchen. Das ist nochmal eben jetzt zu der Frage mit den Small Towns. Da gibt es unzählige. Also man muss einfach dem Mississippi ein bisschen folgen und kommt immer wieder durch diese kleinen Small Towns. Hat dann wunderschöne Natur hier, teilweise mit diesen Klippen. Der Mississippi wird ja richtig breit, man kann Wassersport drauf machen. Also diese Great River Road, der kann man sehr gut folgen. Ist ein super, ja, Routenvorschlag schon von mir. Minnesota. Komme ich jetzt als nächstes drauf, unser nördlichster Staat, ganz im Nordwesten, mit der Hauptstadt St. Paul, ist eben eine der Twin Cities, die Twin Cities Minneapolis und St. Paul. St. Paul eben in diesem Fall die historische Stadt, mit dem Kapitol, mit der Kathedrale, aber eben auch als Hauptstadt relativ viel Verwaltung, und Minneapolis dagegen als kulturelles Zentrum. Hier haben wir viele Museen wieder, viele Musicals, Opern, Theater, es gibt den Theater District in Minneapolis und man sagt, dass der auch das Little Big Apple genannt wird. Also weil es da eben so eine hohe Dichte an verschiedenen Aufführungen immer pro Tag gibt, eben gemessen Anzahl der Einwohner. Ich glaube sogar mehr als in New York. Auf jeden Fall Minneapolis, wie gesagt, jetzt hier links nochmal zu sehen, einer dieser Skulpturenparks, ist eine relativ berühmte Skulptur. Viele Museen, super Abend- oder Nightlife heißt es ja, super Nightlife gibt es da. Die University of Minnesota ist in Minneapolis, mit diesem Uni-Bereich auch sehr, 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 sehr urig, viele kleine Kneipen und so weiter. Aber was eben auch sehr schön ist, die Stadt selber liegt allein schon in der Natur. Also man hat viel Natur in der Stadt direkt. Das jetzt hier rechts sind zum Beispiel die Minnehaha Falls. Es gibt viele Seen direkt in der Stadt, und da ist man eben so ein bisschen, ja, naturverbunden, da sage ich jetzt mal allein schon von der Stadtanlage her. Von Minneapolis St. Paul fahren wir dann Richtung Norden an den Lake Superior nach Duluth. Alte Hafenstadt, hat sich sehr gewandelt zum Positiven in den letzten Jahren. Sehr viel investiert worden, sehr viele Umnutzungen der alten Industriegebäude. Also es ist eine wirklich sehr, sehr coole Stadt. Hier die berühmte Lift Bridge, Aerial Lift Bridge, wo sich dieser Teil eben, wenn ein Schiff kommt, hochhebt. Auf jeden Fall super als Ausgangspunkt für das nördlichere Minnesota mit den super Steilküsten am Lake Superior, hier oben das Split Rock Lighthouse, oder eben für die ausgedehnten Wälder oben im Norden von Minnesota. Ja, interessant natürlich für die meisten Leute, die Mall of America. Shopping ist immer ein großes Thema. Mall of America, das größte Shopping Center der USA mit über 520, 530 Geschäften, zwei Hotels direkt an der Mall, die auch Concierge-Services anbieten, dass man irgendwo in der Mall einfach den Concierge anruft und der kommt dann vorbei, holt einem die Taschen ab und bringt die einem direkt aufs Zimmer, sodass man weiter shoppen kann. Solche Kleinigkeiten machen es einfach aus. Dazu in der Mitte, ja, wie so ein Ring angelegt eigentlich, und in der Mitte von diesem Shoppingring befindet sich der größte Indoor Amusement Park der USA mit Achterbahn, mit Wildwasserbahn, mit Minigolf etc. Also da kann man gut die Kinder oder auch den kindlichen Ehemann ganz gut abladen und dann einfach weiter shoppen gehen. Genau, die liegt in Bloomington direkt am Airport, Minneapolis St. Paul Airport, und ist mit der Bahn, es gibt so eine Art Straßenbahn, ungefähr 20 Minuten von Minneapolis und St. Paul Downtowns jeweils entfernt.
Jetzt machen wir wieder der Kontrast. Ganz im Norden die Boundary Waters Canoe Area. Das ist eine ganz interessante Region, gerade für Leute, die ja wirklich mal raus wollen, die Natur sehen wollen. Viele Seen, das ist also so eine Art Seenplatte, die alle miteinander verbunden sind. Man kann super mehrtägige Kanutouren machen. Gerade auch hier wieder der Hinweis auf den Indian Summer. Wenn es also Herbst ist, dann ist das alles wunderschön verfärbt. Im Sommer natürlich auch ganz toll. Und hier speziell finde ich, das ist so eine besonders geschützte Region, da dürfen nicht mal Flugzeuge drüber fliegen. Also da hört man wirklich nichts außer der Natur. Ähnlich und auch wieder einer dieser unbekannteren Nationalparks der USA, der Voyageurs National Park an der Grenze zu Kanada ganz oben im Norden. Was man hier besonders super machen kann, ist, sich solche Hausboote zu mieten und dann wirklich auch hier über die verschiedenen Seen zu schippern und da eben mehrtägig seinen Urlaub zu verbringen. Ja, der letzte Bundesstaat, den ich vorstellen möchte, ist Michigan, liegt in der Mitte der großen Seen, besteht eben aus zwei Halbinseln, das ist hier eben diese obere Halbinsel, sehr, sehr gering besiedelt, nur 3% aller Einwohner wohnen eben auf der oberen Halbinsel und der Rest eben auf dieser unteren Halbinsel, sind mit einer Brücke verbunden, man kann einfach drüber fahren. Und hier fangen wir an in Detroit. Detroit, noch eine sehr, ja, hat bei uns noch ein sehr schlechtes Image, sag ich mal. Sehr verkannte Stadt, hat sich auch sehr, sehr viel getan in den letzten, ich sag mal, gerade in den letzten 5 Jahren. Ist wirklich so viel geschehen in Detroit. Früher war hier die Innenstadt total ausgestorben, natürlich. Aber mittlerweile so viele neue Geschäfte, Bars, Restaurants, da kann man gar nicht Schritte halten. Ich war jetzt im März wieder da, was da alles passiert, ist wirklich unfassbar. Und das Schöne an Detroit ist eben, was in den 70ern leider schlecht für die Stadt war, was heute sehr, sehr gut für uns ist. In den 70ern war die Stadt so pleite, dass die ganzen alten leerstehenden Häuser aus den 20er, 30er Jahren, wo Detroit mal eine der reichsten Städte der Welt war, und die eben wunderschön von innen sind, also wirklich wunderschöne Art Deco-Gebäude, jedenfalls fehlte in den 70er Jahren das Geld, um die abzureißen. Und das ist eben das große Glück für uns heute, weil die nämlich alle noch vorhanden sind. Das heißt, in Detroit hat man wirklich sehr, sehr schöne Architektur, alte Gebäude, wo man auch wirklich mal reingehen sollte. Zum Beispiel dieses hier nennt sich das Guardian Building. Da gibt es auch Touren, die da angeboten werden. Das sieht innen drin teilweise aus wie eine Kathedrale. Also wirklich oft hat man solche wunderschönen alten Gebäude, die jetzt mittlerweile mit der Zeit immer alle neu renoviert, neu genutzt werden. Es gibt Hotels, zum Beispiel eins in einer alten Fire Station, also das frühere Hauptquartier der Feuerwehr in Detroit, ist mittlerweile ein Hotel. Und man hat wirklich noch die alten Stangen und so, die wo die Feuerwehrleute früher runtergerutscht sind, sind mittlerweile im Restaurant. Oder die alten Fliesen und so weiter, das ist alles erhalten geblieben. Das ist eben das Schöne hier, dass das alte Bestehende neu genutzt wird, um was Neues, Innovatives zu machen. Man braucht auch hier gar keine Angst haben. Man denkt immer Detroit, oh mein Gott, da werde ich auf der Straße erschossen. Downtown Detroit ist eine der sichersten Downtowns von der Kriminalitätsrate her in den ganzen USA. Das denkt man immer nicht so. Ja, Detroit hat eine hohe Kriminalität, aber das beschränkt sich eigentlich alles auf so Vororte, wo man eigentlich als Tourist überhaupt nicht durchkommt. Also Detroit auf jeden Fall für 2, 3 Nächte super sehenswert. Auf jeden Fall mal so ein bisschen dieses alte Image ablegen und neu drauf einlassen. Viele Museen auch hier, zum Beispiel das Motown Museum. Motown kennt man vielleicht, das ist das Label, was früher Lionel Richie, die Jackson 5 und so weiter groß gemacht hat. Da gibt es ein Museum, wo man das Originalstudio sich anschauen kann zum Beispiel. Oder auch das berühmte The Henry Ford Museum. Ist kein reines Automuseum, sondern Henry Ford war ein Sammler. Der hat viel so ikonische amerikanische kulturelle oder kulturell amerikanische Stücke gesammelt. Natürlich auch Autos, aber auch Flugzeuge zum Beispiel, riesige Eisenbahnen. Also wirklich ganz, ganz, ganz viel verschiedene Sachen. Super eindrucksvolles, riesiges Museum, wo man sich auch sehr viel Zeit nehmen sollte. Gibt ein super Nachtleben in Detroit. Also die Stadt auf jeden Fall mal wieder auf den Schirm nehmen und den Leuten gerne empfehlen. Dann in Michigan besonders, wenn man jetzt Richtung Westen geht, an den Lake Michigan, hat man diese Beach Towns. Und das ist jetzt wieder hier Richtung Small Town America. Diese Beach Towns ziehen sich so wie eine Kette, wie eine Perlenkette den Lake Michigan hoch, wie der Name schon sagt. Mit viel Strand, sehr maritim, viele Leuchttürme. Das Bild zeigt ja schon, das sieht aus wie am Meer, nochmal, um da nochmal drauf einzugehen. Und hier hat man, wie gesagt, diese schönen Main Streets, kleine Geschäfte und so weiter. Eine besondere, meiner Meinung nach, Beach Town ist Traverse City. Das ist, wenn man den Lake Michigan relativ weit Richtung Norden hochfährt, sieht man Traverse City, hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, dass man da auch ganz gut hinfliegen kann. Und Traverse City ist eben berühmt für die Kirschen. Die Kirschbäume, Kirschblüte müsste jetzt Mitte Mai ungefähr stattfinden. Da gibt es über 3 Millionen Kirschbäume. Das sieht alles dann aus wie in Watte gehüllt. Es ist eine Weinregion, was die Leute sehr oft überrascht, aber es liegt genau auf dem 45. Breitengrad.
was ungefähr eine Höhe mit Südfrankreich ist. Also das sind einfach perfekte klimatische Bedingungen für den Weinanbau. Und aber auch hier wieder in der Region sehr viel, ja, so altes Amerika, kleine idyllische Smalltown-Feeling und so weiter. In der Nähe von Traverse City noch eine dieser National Lakeshores, wirklich großartig, die Sleeping Bear Dunes. Also sind ungefähr 170 Meter hohe Sanddünen mit tollen Wanderwegen, mit super Aussichten runter auf den Lake Michigan. Da sieht man wieder auf dem Bild jetzt nicht so gut, aber wenn man da oben steht, auf dem Aussichtspunkt, wie türkisblau das Wasser hier einfach ist in der Region. Da hat man wirklich hellen Sand in dem See, das klare Wasser dazu, und wenn die Sonne drauf scheint, es sieht aus wie in der Karibik, wirklich. Also wunderschöne Ecke. Wenn man auf die obere Halbinsel fährt, nochmal eine andere National Lakeshore, die Pictured Rocks, ähnlich wie diese Apostle Islands, die ich in Wisconsin schon erwähnt hatte, mit einer sehr schönen Steilküste, mit diesen wunderschönen Felsen, wo man entweder auch eine Bootstour machen kann oder mit dem Kajak rausfahren kann. So, jetzt nochmal ein absolutes Highlight, was ich auf jeder Reise auf jeden Fall empfehle. Diese Insel nennt sich Mackinac Island. Das C ist stumm hinten. Mackinac Island liegt genau zwischen den beiden Halbinseln, also genau da, wo auch diese Brücke ist. Und man lässt hier ganz besonders das Auto am Festland stehen, fährt mit der Fähre rüber. Die Insel hat keine Autos. Es gibt keine Autos auf der Insel, außer, ich glaube, zwei Rettungswagen, eine Feuerwehr und so weiter. Also insgesamt vier Autos vielleicht. Aber alles, was man dort nur sieht und hört, ist Hufgetrappel. Man bewegt sich mit Pferdekutschen durch die Gegend oder mit dem Fahrrad. Und das jetzt hier auf dem Bild besonders zu sehen, das Grand Hotel. Also eins dieser berühmten, alten, großen, ehrwürdigen Hotels, wo ab 18 Uhr dann auch ja, ein Dresscode gilt für die Männer mit Krawatte und Anzug und so weiter. Und ja, hier hat man wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass man in der Zeit so 100 Jahre zurückreist, weil der komplette Ort unten auf Mackinac Island auch im viktorianischen Stil, also alles in diesem Holzstil gebaut ist. Man hat eben, wie gesagt, keinen Autolärm, und das ist von den Geräuschen ganz anders, vom Flair einfach total viktorianisch. Es gibt ein altes Fort oberhalb der Stadt, was man besichtigen kann. Also man fühlt sich hier wirklich super in der Zeit zurückgereist. Und jetzt nochmal kurz auf die Upper Peninsula, also die obere Halbinsel, eingegangen. Da hat man wirklich absolut grandiose Natur, viele Wasserfälle, eben diese Pictured Rocks, die ich eben erwähnt hatte, diese National Lakeshore mit den Steilküsten, aber auch im Inland, wie gesagt, viele Wasserfälle. Im Westen von der oberen Halbinsel, schon wieder Richtung Wisconsin, gibt es eben auch etwas höhere, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, Berge. Die sind so um die 600 Meter hoch. Das ist aber ja schon das Höchste, was es da gibt. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, wirklich wunderschön auch zum Wandern, gerade wieder im Indian Summer. Ich habe es schon oft erwähnt, und das nochmal so als Outdoor-Tipp für Michigan. Ja, das war jetzt der schnelle Ritt durch die Great Lakes-Region. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal Fragen, wenn es Fragen gibt. Ich sehe schon ein paar im Chat. Ich weiß nicht, ob Christian noch dazukommen will und Ja mitmoderiert. klar, ich bin da. Also die erste Frage war ja, ob es eine Fähre über den Lake Michigan auch zu Mackinac Island gibt. Genau, also Mackinac Island liegt nicht im Lake Michigan, sondern im Lake Huron, also im Huronsee. Und da gibt es natürlich Fähren rüber, aber ich glaube, die Frage zielte eher darüber dahin, ob es Fähren über den Lake Michigan rüber gibt nach Wisconsin. Ja, gibt es. Es gibt zwei. Ich gehe nochmal zum Anfang zurück. Oder hier reicht ja auch. Es gibt eine Fähre, die geht von Milwaukee nach, wie heißt der Ort? Muskegon in Michigan. Milwaukee nach Muskegon, die geht hier rüber. Das ist der Lake Express. Das ist eine Art Katamaranfähre, die relativ schnell rüber geht. Ich glaube, nur 2 Stunden oder so dauert die Überfahrt, zweieinhalb. Und das ist ungefähr auf der Höhe. Und dann gibt es weiter im Norden nochmal von Ludington, das ist ein Ort hier oben eben auch am Lake Michigan, nach Manitowoc in Wisconsin. Also es gibt diese zwei Fähren. Und diese Fähre ist ganz besonders, weil das noch ein Steamship, also ein Dampfschiff ist. Auch ein National Historic Landmark oder wie das heißt. Auf jeden Fall als ja, historisch geschützt. Und das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, als mit diesem Lake Express zu fahren, mit diesem Steamship. Also diese zwei Fährmöglichkeiten gibt es über den Lake Michigan. Gibt es noch weitere Fragen? Dann jetzt bitte über den Chat stellen. Ich sehe gerade Tipps für Manitoulin Island. Ah, Manitoulin jetzt Island mein.
Mein liegt Chat hat die. gehackt. Ah, okay. Entschuldigung. Manitoulin Island liegt leider nicht mehr in den USA. Das ist schon Ontario in Kanada. Deshalb habe ich da leider überhaupt keine Ahnung von. Ich war auch noch nie da. Da müsste man eben speziell die Vertretung von Ontario fragen, weil es eben Kanada ist. Ich habe hier eine Frage, wie es für Leute mit dem Camper, die nach Mackinac Island kommen, aussieht. Können die einen Tagesausflug machen? Also gibt es da Camper-Parkplätze auf dem Festland? Ja, also die Fähren nach Mackinac Island sind alle nur für Fußgänger, also man kann da nur, ja, also kommen keine Autos mit oder sowas, höchstens Fahrräder. Aber man kann auf jeden Fall sein Auto oder auch den Camper am Festland stehen lassen. Da gibt es dann spezielle Parkplätze von den Fähranbietern. Da lässt man einfach das Auto stehen oder auch eben den Camper, kann da auch entweder als Tagesausflug rüberfahren oder eben auf der Insel übernachten. Das geht also beides. Gar kein Problem. Es gibt natürlich auch Campingplätze in der Nähe. Super. Dann hast du mit dem College-Sport, hast du, glaube ich, Interesse geweckt, ob es denn Möglichkeiten gibt oder ob du Möglichkeiten kennst, von Deutschland aus an die Tickets schon zu kommen. Ja, die muss man übers Internet bestellen. Da gibt es verschiedene Seiten oder sonst auch über die Webseiten von den Colleges selber, soweit ich das weiß. Wie genau das läuft, müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen. Aber ich denke mal, das ist wie ganz normal im Profisport, dass es da eben auf den einschlägigen Webseiten StubHub oder Ticketmaster, dass man da eben Tickets für die College-Spiele bekommt. Nur eben da ist es so, dass die im Gegensatz oft zu, weiß nicht, Baseballspielen oder so von der Major League sehr, sehr schnell ausverkauft sind, weil natürlich die ganzen Studenten, deren Eltern, die strömen da jedes Wochenende dann, wenn ein Spiel ist, strömen die da rein und die nehmen allein schon so viele Tickets weg, dass es jetzt für Außenstehende teilweise wirklich schwierig sein kann, da Tickets zu bekommen. Also da muss man echt ein bisschen Glück haben auch. Ja. Hast du mehr Info, was die Fähre kostet zum Mackinac Island? Die Fähre nach Mackinac Island, die ist, soweit ich weiß, so um die $15. Hin und Aber, zurück. nee, eine Fahrt meine ich. Müsste ich aber nochmal nachgucken. Es gibt da verschiedene Anbieter. Es gibt einmal nennt sich Schepplers, also Schepplers Ferry, oder White Star Line. Und es gibt zwei verschiedene Häfen. Und zwar einmal hier auf der unteren Halbinsel gibt es den Ort Mackinaw City. Mackinaw wird in dem Fall mit W am Ende geschrieben, also ist ein bisschen verwirrend. Mackinaw City aus fahren die Fähren rüber. Oder hier von, wenn man dann über die Brücke gefahren ist, gibt es noch den anderen Ort, der nennt sich St. Ignace. Also Sankt Ignace. Ignace. Also von den beiden Orten kommt man rüber nach Mackinaw Island mit der Fähre. Und sonst die Fähren über den Lake Michigan, das ist je nachdem mit dem Auto, mit dem Camper, wie groß das Auto ist, müsste man einfach auf den Webseiten nochmal schauen. Lake Express oder SS Badger heißt die. Badger wie der DAX, also Badger. Da kann man die ganzen Fahrpläne und auch Preise einsehen. Dann einmal zur Reisezeit, wenn man denn möglichst Schnee vermeiden möchte. Wann wäre denn die früheste bzw. späteste Zeit, um zu den Great Lakes zu fahren? So grob, klar. Kann immer variieren ein bisschen, Genau. aber was würdest du Kann immer empfehlen? variieren. Letztes Jahr war es, glaube ich, so, dass im März schon alles frei war. Dieses Jahr dauert es ein bisschen länger. Also ich war jetzt, wie gesagt, gerade Ende März in der Region hier unten, Detroit, Grand Rapids hier. Da war alles frei. Das war kein Problem. Aber ich habe jetzt die Tage noch ein Bild gesehen, dass hier der nördliche Teil, dass hier wirklich überall noch Schnee liegt. Also ich würde mal sagen, so ab Anfang Mai hat man auf jeden Fall im südlichen Teil keinen Schnee mehr. Ich habe auch in Chicago zum Beispiel schon Mitte April bin ich schon im T-Shirt rumgelaufen. Also es ist immer so oder so. Es kann auch schon Tage mit über 20 Grad geben. Aber gerade wenn man so Richtung Norden fährt, würde ich eher so Richtung Mai sagen. Und dann das Späteste ist auch schwer zu sagen. Also ich sag mal so bis Mitte, Ende Oktober ist es eigentlich relativ sicher, dass man noch keinen Schnee hat. Und dass es auch eine schöne Reisezeit mit schönen Temperaturen ist, weil eben der Herbst auch relativ stabil ist, meistens mit oft noch sehr warmen Tagen. Und dann so Richtung November fängt es dann schon an, eigentlich ja, mit dem Schnee teilweise. Aber wie gesagt, das kann mal so sein. Es ist einfach so, dass mitten im Winter die Schneesicherheit sehr, sehr hoch ist oder die Schneewahrscheinlichkeit sehr hoch ist, eben aufgrund der ja, ganzen klimatischen Verhältnisse hier durch die viele Feuchtigkeit, durch die Seen, nimmt die Luft eben sehr viel Feuchtigkeit auf und schneit dann eben im Winter sehr, sehr viel ab.
Also man hat im Winter wirklich sehr viel Schnee. Welche Ecken eignen sich denn für Kinder am besten, dass man auch schwimmen gehen kann, dass das Wasser flach abfällt möglicherweise? Was würdest du empfehlen? Also für Kinder generell finde ich hier den Lake Erie sehr, sehr schön, weil der generell sehr flach ist und natürlich auch relativ flach abfällt. Hier in der Region westlich von Cleveland, wo ich eben Cedar Point vorgestellt habe, das ist ungefähr hier, nennt sich Sandusky, der Ort. Da gibt es eben sehr schöne Strände und sonst auch hier generell am Lake Michigan hoch in Michigan. Oder auch Traverse City finde ich ganz gut, weil das eben an so einer Bucht liegt. Das sieht man jetzt hier aufgrund des Punktes nicht, aber hier ist eben wirklich eine Bucht und das Wasser eben nochmal entsprechend nochmal wärmer, weil es eben relativ flach ist und mit sehr vielen ja, schönen Stränden auch versehen. Was nochmal dazu zu sagen ist, wenn man jetzt nicht unbedingt in die großen Seen schwimmen gehen möchte, weil die teilweise im Sommer, die werden schon, kommen schon auf Temperatur, also die werden schon auch über 20 Grad. Aber je nachdem, wie der Wind steht, kann es auch sein, dass gerade an dem Tag dann so ein bisschen kälteres Wasser aus der Mitte hochgeweht wird oder an die Küsten geschwemmt wird. Aber gerade hier die Region Traverse City ist eben relativ sicher, was auch warmes Wasser angeht. Und sonst, wie gesagt, diese ganzen Inlandseen. Es gibt, hatte ich ja schon erwähnt, über zehntausende Inlandseen noch in der ganzen Region, die alle wunderschön sind, flach abfallend, auch mit vielen weißen Sandstränden. Also da kann man eigentlich überall in der Region auch mal so einen kleineren See finden und um super schwimmen zu gehen. Dann die nächste Frage, die wir noch haben, da bin ich mir ziemlich sicher, dass du da mit einem Ja antworten wirst, ob man denn auf Mackinac Island Fahrräder mieten kann. Ja, auf jeden Fall. Direkt an der Fähre sind direkt Fahrradverleiher und würde ich auch dringend empfehlen. Also für Mackinac Island muss man mindestens einen Tagesausflug einplanen, einmal um sich den Ort anzuschauen, das vor. Typischerweise macht man dann eine Tour mit der Kutsche. Und was ich auf jeden Fall noch empfehle, ist, sich da ein Fahrrad zu mieten und dann einmal um die Insel rumzufahren, weil es da super schöne Natur gibt, auch hier Strände, das ist dann zwar Kies oder ja, eher so Steinstrände, aber auch hier wunderschönes, kristallklares Wasser. Tolle Wälder und einmal um die Insel herum sind es ungefähr 15 Kilometer. Also da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sich Fahrräder zu leihen. Sollte man auch auf jeden Fall machen, finde ich. Dann kannst du noch mal kurz die First Nations anreißen, wo man da ein bisschen was zu sehen, hören, lernen kann. Also First Nations heißen die ja in Kanada, bei uns sind das ja die Native Americans. Gibt es auf jeden Fall in der Region auch. Ich glaube, in Wisconsin allein gibt es 14 oder 15 verschiedene Stämme. Und man kann oft deren Powwows nennen die sich. Das sind ja so eine Art öffentliche Festivals, wo eben deren kulturelle ja, Eigenheiten in Form von Tänzen, in Form von Kostümen und sowas alles vorgestellt werden, wo die sich einfach alle treffen, die Stammesmitglieder. Da kann man eben als Zuschauer auch einfach dabei sein. Das geht an vielen Orten, sowohl in Minnesota als auch in Wisconsin, als auch in Michigan. Gerade hier im südlichen Teil bin ich mir nicht so sicher, ob es da noch viele Native Americans gibt, beziehungsweise Stämme. Aber auf jeden Fall hier in diesem Teil, Minnesota, Wisconsin, Michigan, gibt es sehr, sehr viel. Da gibt es einfach zu viele Sachen, wo ich, als dass ich sagen könnte, ja, es gibt einen Punkt. Da müsste man auch nochmal einfach, wenn es speziell eine Frage gibt, schauen, in welcher Region man ist. Und dann einfach mal schauen, suchen nach Native Americans, Traverse City oder so. Da gibt es auf jeden Fall auch überall Museen und überall auch ja, Möglichkeiten, da so ein bisschen mal reinzuschnuppern. Dann im Sommer, wie ist denn das Wetter? Ist es eher schwül? Hat man Probleme mit Mücken oder geht das eigentlich ganz gut? Jein, also ich war einmal im Juni da, bin einmal hier in der Region Traverse City durch den Wald gewandert und da waren Mücken ohne Ende. Aber das war das einzige Mal bisher. Ich war schon im Juni, im September, jetzt nicht im Juli, August in Michigan oder in den großen Seen. Aber es geht eigentlich. Also klar, es gibt viel Wasser, es gibt viele Seen und so weiter. Mückenspray sollte man auf jeden Fall dabei haben, aber es ist jetzt nicht so, dass man da totgestochen wird. Also es ist schon auch angenehm. Und gerade wenn dann eine Brise weht, dann merkt man da eigentlich auch gar nicht so viel von. Also ich habe jetzt nie es so empfunden, dass man da großartig von den Mücken zerfressen wird. Und es war jetzt auch nicht übermäßig schwül dabei. Nö. Also es ist klar, es kann mal einen schwülen Tag geben, aber es ist bei uns ja auch genauso. Ich finde gerade durch die Nähe zu den großen Seen, wenn da eine schöne Brise vom See rüber weht, dann ist das schon echt angenehm.
Also klar, es gibt auch wie gesagt Schwületage, aber es gibt in der Regel auch ganz normal, ja, ganz normale angenehme Tage. So, dann haben wir noch eine Frage, ob es ganz besondere Events, Festivals gibt, die noch Ja. extra erwähnt werden sollten. Ja, also ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Es gibt in der ganzen Region immer tausende Festivals. Für jeden Staat gibt es auf den Webseiten auch einen kompletten Festivalkalender oder Eventkalender. Was vielleicht hervorzuheben ist, in Milwaukee zum Beispiel gibt es das Summerfest. Das ist das oder eines der größten Musikfestivals der Welt. Geht, glaube ich, über fast 14 Tage lang. Das findet immer im Sommer in Milwaukee zum Beispiel statt. Was ich noch ganz spannend finde, weil es wirklich dieses typische Amerikaner-Feeling rüberbringt, sind diese State Fairs. Die gibt es immer im Sommer. Im August zum Beispiel in der Nähe von Minneapolis, die Minnesota State Fair. Das waren ursprünglich früher ja, so eine Art Landwirtschaftsschau, also wo dann die Leute ihr Vieh hingebracht haben, wo das dann ja, in Wettbewerben irgendwie das größte Rind oder was auch immer ausgezeichnet wurde. Aber mittlerweile gibt es dann auch viele Fressstände und Souvenirgeschäfte und sowas. Also diese State Fairs sind ganz besonders, finde ich. Traverse City zum Beispiel hat das Cherry Festival eben auf der lokalen Kirche da aufbauend, was im Juli stattfindet. Es gibt auch ein Filmfestival in Traverse City. Es gibt in Cleveland im April die große Zeremonie, wo immer der diesjährige Jahrgang in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wird. Also wie gesagt, es gibt über die komplette Region verteilt immer wieder Festivals, ob es jetzt lokale Sachen sind, Blueberry Festivals, Tulpenfestival in Holland, um nochmal den Bogen zu schlagen zu einem Bild am Anfang. Holland liegt hier ungefähr. Da gibt es wirklich endlos viele Geschichten. Chicago natürlich, auch Musikfestivals, Kunstfestivals. Also da jetzt was rauszupicken, ist echt schwer. Und dann noch eine Frage zum Indie Speedway. Die Fahrten, wo man die buchen kann, gibt es da auch Veranstalter, die das anbieten oder müsste man das direkt über die Webseite vom Ja, Speedway machen? will ich direkt vor Ort, entweder, nee, ich würde es eher vorbuchen. Also ich würde es über die Webseite vom Indianapolis Motor Speedway direkt kann man das machen. Ja, also ich würde sagen, ach, darf man, das die nehmen wir noch mit, die Frage. Darf man angeln? Ja, darf man auf jeden Fall. Sollte man auch, weil es da echt viele sehr gute Fische gibt. Es gibt Lachse, es gibt Forellen ohne Ende. Es gibt ganz besondere Fische im Lake Superior, der nennt sich da vor Ort Whitefish, der sehr, sehr lecker ist. Man muss sich dann vor Ort so eine Art Permit kaufen. Die kann man aber bei jedem Outfitter, bei jedem Outdoor-Geschäft, auch oft an Tankstellen, kann man die kaufen. Dann sind die für ein paar Tage gültig und muss sich dann eben noch die Ausrüstung selber besorgen oder mitbringen. Also das ist kein Problem. Das geht auch für Flüsse. Es gibt, glaube ich, zwei verschiedene Permits in Michigan jetzt, soweit ich weiß. Einmal für Flüsse und kleinere Seen und dann einmal für die großen Seen und dann noch spezielle Fischarten. Also es gibt verschiedene Permits, die man sich kaufen kann, aber man kann auf jeden Fall auch als Tourist sehr unkompliziert da angeln. Alles klar. Ja, das waren viele Fragen. Wir sind schon deutlich über der Zeit. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so langsam einen Cut. Der Philipp schickt euch gleich sowieso auch nochmal eine E-Mail rum, mit weiteren Infos, mit einem Video zu den Great Lakes. Da könnt ihr ihm dann auch direkt nochmal Fragen stellen, weil ihr dann auch seine Kontaktdetails nochmal habt. Ansonsten, falls ihr mehr Lust auf die Region bekommen habt, unser nächstes Webinar wird dann, Philipp hat es eben schon gesagt, zum Thema Michigan komplett sein. Also da werden wir uns dann diesen Start nochmal ganz im Detail angucken. Das ist am 6. Juni, Juno. Das heißt, im Mai machen wir eine Webinarpause. Im Juni geht es dann weiter. Die Infos schicke ich euch dann gleich auch nochmal zu. Und danach folgen dann Webinare von Naples und Marco Island und von Juicy Campers. Und danach wird es auch immer weitergehen. Wir werden sehr viele, sehr schöne Webinare noch haben. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Philipp, für das sehr interessante Webinar. Sehr gerne. Und vielen Dank für das Lob, das ich gerade schon im Chat sehe. Also freut mich sehr. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Webinar. Tschüss.